Verfahren, in denen wegen des Verdachts des Erwerbs, der Verbreitung und oder des Besitzes kinderpornografischer Schriften ermittelt wird, sind häufig dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl an elektronischen Speichermedien sichergestellt wird, auf der mehrere Millionen Bilddateien gespeichert sein können, die in der Folgezeit durch die Ermittlungsbehörden auf deren strafrechtliche Relevanz hin überprüft werden müssen. Damit verbunden ist ein erheblicher zeitlicher und personeller Aufwand, aber auch für die Beamten eine erhebliche psychische Belastung aufgrund der Darstellungen sexueller Gewalt, insbesondere gegenüber Kindern. Wir benötigen daher qualitativ hochwertige Auswerteverfahren, die eine gewisse Rechtssicherheit in der Auswertung bieten und die in der Lage sind, diesen Datenmengen Herr zu werden. Die rechtlichen Problematiken bestehen darin, dass jede Beschlagnahme von Datenträgern beim Beschuldigten den Eingriff in Grundrechte begründet. Und wie bei jedem Grundrechtseingriff muss der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt sein. Das bedeutet aber für die Ermittlungspraxis, wenn die Auswertung nicht schnell genug vonstatten geht, müssen Datenträger, Rechner, Laptops etc. an die Betroffenen herausgegeben werden, ohne dass festgestellt werden konnte, ob diese strafrechtlich relevantes Material enthalten. Die größte Herausforderung in der Auswertung von kinderpornografischem Material ist natürlich die strafrechtliche Relevanz. Und aus diesem Grund haben wir eine hybride Lösung entwickelt, die es uns erlaubt, die Daten in den Rechenzentren der Polizei und der Staatsanwaltschaft NRW so weit zu abstrahieren, dass das menschliche Auge nicht mehr identifizieren kann, welche Inhalte wirklich zu sehen sind. Der Prozess sieht so aus, dass das kinderpornografische Material auf den Servern in den Rechenzentren der Kunden liegt. Wir haben eine Abstraktionssoftware entwickelt, die auf diesen Servern lokal läuft, die es uns ermöglicht, die Bilder so weit zu abstrahieren und zu anonymisieren, dass auf den Bildern für das menschliche Auge nichts mehr erkennbar ist. Keine Personen, keine Szenen. Es sind wirklich sehr, sehr kleine Bilder in der Größenordnung einiger weniger Pixel. Sie sind sehr stark abstrahiert, sodass man dort nichts mehr erkennen kann. Erst dann werden die Inhalte in unsere Cloud transferiert und dort mit der Computing Power dieser Cloud und den modernen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz voranalysiert und priorisiert. Und anhand dieser Daten können wir dann einen KI-Analyse-Algorithmus entwickeln, der die Fähigkeit hat, strafrechtlich relevantes Material von nicht strafrechtlichem Material zu unterscheiden. Die Expertise der Ermittler von Staatsanwaltschaft und LKA ist nicht ersetzbar. Was wir bieten, ist ein Assistenzsystem, das mittels künstlicher Intelligenz die relevanten Inhalte zuerst anzeigt. Das versetzt die Staatsanwaltschaft und die Polizei in die Lage, sehr schnell große Datenmengen mit der KI-Lösung von uns zu analysieren und somit sehr schnell und effizient die vorhandenen Prozesse zu verbessern. Und so möglicherweise auch noch laufende Missbräuche beendet.